Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Reihe Hybridisierung. Wir kümmern uns heute um die sp2-Hybridisierung am Beispiel des Moleküls Ethen. Und kurz als Wiederholung, was hatten wir denn im ersten Teil kennengelernt? Und zwar ganz wichtig für die Hybridisierung ist, wenn wir Orbitale mischen, dann benötigen wir auch eine andere Elektronenkonfiguration. Ihr seht hier zu eurer Linken die Elektronenkonfiguration für den Kohlenstoff und zu eurer Rechten die modifizierte, denn wir hatten ja gesagt, für den Kohlenstoff ist es ganz zweckmäßig, wenn wir aus dem vollbesetzten 2s-Orbital ein Elektron in das nicht besetzte 2pz-Orbital geben und anschließend dann die Orbitale mischen, dann bekommen wir auch die Geometrien heraus, die wir für Alkane, Alkene und Alkine haben und die wir auch kennen. So, jetzt sehen wir uns das Ganze mal für das Molekül Ethen an, das sp2-hybridisiert ist. Bei einer sp2-Hybridisierung mischt man ein s-Orbital mit zwei p-Orbitalen, deswegen heißt es auch sp2, ein s-Orbital, p2 steht für zwei p-Orbitale, die wir jetzt miteinander mischen. So, da stellen wir mal unseren Mixer wieder her. Und was kommt denn jetzt hinein? Zunächst einmal das s-Orbital soll ja mit p gemischt werden. Und nun nehmen wir zwei p-Orbitale und eines bleibt draußen. Das bedeutet, dieses hier wird nicht gemischt. Das heißt, das kann ich hier mal beiseite legen. Okay, Deckel drauf. Wie viele Hybridorbitale müssen wir jetzt bekommen? Wenn wir drei hineingeben, dann werden wir drei Hybridorbitale erhalten. Also ein S plus zwei P-Orbitale muss dann drei Hybridorbitale ergeben mit sp2-Hybridisierung. So, geht schon los und ab die Post. So, dann wären wir mal fertig. Lasst uns mal nachsehen, was daraus geworden ist. Und wir haben drei Hybridorbitale mit P-Charakter und S-Charakter. So, und nun gucken wir uns an, wie das Ganze jetzt bei Ethen mit den Bindungen aussieht. Das wäre die Strukturformel für Ethen. Ganz charakteristisch ist hier die Doppelbindung zwischen den beiden C-Atomen, ansonsten haben wir nur zu den H-Atomen Einfachbindungen. Wir werden feststellen, dass wir in diesem Molekül Sigma- und Pi-Bindungen vorliegen haben und betrachten wir das Ganze jetzt nochmal anhand der Orbitale. Und zwar für Ethen. Ethen besteht ja aus zwei C-Atomen und das erste C-Atom habe ich ja bereits vorher schon gemischt. Wir bekamen 1, 2, 3 Hybridorbitale, sp2 und für das zweite C-Atom müssen wir jetzt genau dasselbe machen. Das heißt, für eine sp2-Hybridisierung benötige ich ein s-Orbital und zwei p-Orbitale. Ab damit in den Mixer. Dann wird das Ganze dann gescheit durchgeknetet. Und was erhalten wir? Wir erhalten als Mischprodukt drei Hybridorbitale sp2 und nun können wir mit diesen Hybridorbitalen und den einzelnen p-Orbitalen, die nicht in den Mixer kamen, die Struktur des Ethens bauen. Jetzt kann es mit der Bastelstunde auch schon losgehen. Wir haben alles da, was wir benötigen. Und zwar habe ich bereits die s-Orbitale der h-Atome bereits hingelegt. Wir sehen hier 1, 2, 3, 4 kugelförmige s-Orbitale. Und nun wollen wir mal mit dem ersten C-Atom beginnen. Und was steht uns denn da bautechnisch zur Verfügung? Und zwar zunächst einmal ein sp2-Hybridorbital. Das können wir mal in Richtung des H-Atoms auslegen. Nochmal ganz kurz. Wir sehen, ein Hybridorbital kann wunderbar mit einem S-Orbital zu einer sogenannten Sigma-Bindung kombiniert werden. Dann können wir das logischerweise auch für das andere Wasserstoffatom tun. Das kommt hierher. Bleibt nur noch mehr ein Hybridorbital übrig und das wird in Richtung des
anderen C-Atoms ausgelegt. Das P-Orbital bleibt übrig, um das kümmern wir uns später, denn das wird hier was ganz was Eigenes. Nehmen wir jetzt mal das andere C-Atom her. Da machen wir jetzt mal genau das Gleiche. Wir machen hier die Ausrichtung zu diesem H-Atom und das Gleiche hier auch zu diesem H-Atom. Können zwei Hybridorbitale miteinander überlappen? Probieren wir es aus. Sehen nochmal auf die Liste. Ja, das können die beiden. Wunderbar. Und jetzt fehlen uns nur noch mehr diese P-Orbitale, die nicht in den Mixer kamen. Aus Gründen des Maßstabes habe ich die jetzt ein bisschen größer gezeichnet. Oder gebastelt, besser gesagt. Und was machen wir jetzt mit diesen hier? Zur Erinnerung, diese überlappen ebenfalls, jedoch seitlich über oder unterhalb der Verbindungslinie zwischen den Atomkernen. Das bedeutet, wir setzen jetzt diese P-Orbitale hierher. So, einmal hier. Und einmal hier. Und nun überlappen diese beiden genau hier. Das heißt, ich markiere das jetzt und bilden eine sogenannte Pi-Bindung. Ganz wichtig ist, diese beiden überlappen, aber das gilt als eine Bindung. Sonst könnte man eventuell den Schluss ziehen, das ist eine Dreifachbindung. Nein, das ist jetzt hier nur eine Bindung. So, welche Bindungsarten haben wir noch? Hier haben wir Sigma, das ist die Einfachbindung. Hier haben wir eine Sigma-Bindung. Hier haben wir eine Sigma-Bindung. Hier ebenfalls und hier ebenfalls. Das wäre das Ganze als Orbitalmodell dargestellt. Betrachten wir das Ganze nochmal so, wie wir es eigentlich eher kennen, und zwar anhand der Strukturformel. Und zwar haben wir hier eine Sigma-Bindung, aber hier anhand dieser beiden Orbitale, die seitlich überlappen, eine Pi-Bindung. Das ist die Doppelbindung hier. Und der Rest vom Schützenfest, diese Einfachbindungen hier, sind ebenfalls Sigma-Bindungen. Und somit hätten wir praktisch diesen Teil der Hybridisierung abgeschlossen. Und ich sage jetzt danke fürs Zuschauen. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann im dritten Teil, wo wir uns dann um die SP-Hybridisierung beim Ethin kümmern.